das finde ich echt gut. Na, das war schon eine Überraschung, weil ich in die Vorbereitung dieser Jubilarfeier überhaupt nicht eingebunden war und natürlich nicht damit gerechnet, dass der Ministerpräsident kommt. Normalerweise bekommt ein 40-jähriger Jubilar eine Urkunde. Sie haben heute die besondere Ehre, nicht nur diese Urkunde zu erhalten, sondern sie aus Hand des Ministerpräsidenten zu erhalten. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Braunmelsungen, das ist ein starkes Stück Hessen. Das ist eine Weltfirma, ein großer Arbeitgeber, ein tolles Unternehmen. Und wenn die 40-jährige und 25-jährige Jubilare und Jubilarinnen haben, dann ist das schon was Besonderes. Und an der Spitze dieses Unternehmens steht ein Kollege von Ihnen, der heute das 40-jährige Dienstjubiläum, Betriebsjubiläum mit Ihnen feiert. Ihr Vorstandsvorsitzender, Professor Heinz-Walter Krause. Heinz-Walter Krause, der Vorstandsvorsitzende, ist ein guter Freund. Und er ist ein schönes Beispiel. Er kam hierher als blutjunger Assistent von einem Vorstandsmitglied. Dass der mal in demselben Unternehmen Vorstandsvorsitzender werden würde, das konnte man ja nicht ahnen. Es wird einem dann bewusst, wenn man dran denkt, wie man angefangen hat. Weil wenn da mir jemand gesagt hätte, in 40 Jahren stehen Sie hier und feiern Ihr 40-jähriges Jubiläum, hätte ich gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich in einem Unternehmen so lange Zeit bleibe. Im Rückblick verrinnt die Zeit natürlich extrem schnell. Und deshalb möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Sie können heute stolz sein auf das, was Sie geleistet haben.